Sicher ist, dass die Situation mit der Insolvenz von Air Berlin eine große Belastung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist, vor allem in Bezug auf die Unsicherheiten, was die Entwicklung der Arbeitsplätze anbelangt. Aber genau deswegen ist es wichtig, dass der Flugbetrieb bestmöglichst aufrechterhalten wird und nicht die Kunden in Mitleidenschaft gezogen werden. Es ist durchaus ein riskantes Manöver, was da von einigen Piloten ganz offensichtlich versucht wird. Das ist kontraproduktiv, wenn es darum geht, diese Airline, die Flugzeuge, die Slots, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf ein neues Unternehmen zu überführen. Ich kann deswegen nur an alle appellieren, Vernunft wieder einkehren zu lassen und die Flüge stattfinden zu lassen. Das ist notwendig, um einen Übergang auf einen neuen Eigentümer in der nächsten Zeit auch möglich zu machen. Alles andere würde eher die Airline und das Weiterbestehen auch von Teilen unter neuer Eigentümerschaft gefährden. Das ist nicht im Interesse der Mitarbeiter, und deswegen bitte ich alle, darauf auch entsprechend Rücksicht zu nehmen.